Gio Leute und willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Was zuvor geschah. Kannst du mir 100 Rubine spenden? Klar. Ach, jetzt ist der Weg frei, oder was? Aber hab ich doch. Oh. Ja, okay, die nächsten 100 Rubine waren useless. Ja, genau, guck mal an. Jetzt kommen wir nämlich hier durch, oder? Ah, wer bist du? Ich bin Link. Oder so. Du siehst nicht aus, als würdest du mir was antun wollen. Weil seit dieser einen Nacht habe ich Angst vor allen Gestalten. Ich wurde einfach getrappt, Mann. Dabei habe ich das First Try gemacht. Mann, Bido! Deshalb habe ich hier überall Fallen aufgestellt. Vor ein paar Monaten haben uns rot-schwarz gekleidete Männer mit einer aufgezogenen weißen Maske angegriffen. Ja, das waren die Dinger, die dessen Worte ich vergessen habe. Ich war zu dem Zeitpunkt bei Fado im Haus, als es in dieser Nacht geschah. Ich sah aus dem Fenster, wie sie zu den Häusern sich schlichen und rannten in die verlorenen Wälder. Ich hatte solch eine Angst. Ja, das verstehe ich. Aber lass mich hier raus, Mann, ich bin lieb. Ich weiß, dass ich als Anführer der Kokiri anders hätte reagieren sollen. Wegen mir sind sie nun alle tot. Ich bin ein schlechter Kokiri. Nein, was hättest du machen sollen? Die Kokiri seid ja ein relativ friedliches Dorf. Ich habe meiner Familie nur Leid angetan. Ich verdiene den Tod, nicht sie. Entschuldige mich. Entschuldige, mich macht es nur traurig, darüber zu reden. Ja, alles gut, alles gut. Ich habe vor ein paar Tagen was gefunden. Es ist oben im Waldtempel. Oh, let's go, lass mich wieder raus. Du kannst es haben, damit kann man die Wahrheit sehen. Oh. Maske der Wahrheit oder so? Und danke, dass du mir zugehört hast. Gerne. I guess. Wo ist unsere Laterne? Da. Haben wir hier noch irgendwas? Nö. Das ist aber weird. Das erinnert mich daran, als ob da was ist, aber ich glaube, das ist nur Dirt, deswegen passt schon. Wahrscheinlich einfach vergessen zu ersetzen. So, nicht wundern, Leute, es ist heute wieder warm draußen. Ergo, ich habe ein bisschen Allergie wieder. Du, fein, Digga, du. Aber ich kann es ja verstehen. Ab zum Waldtempel. Und das ist übrigens eine sehr coole Ocarina of Time-Anspielung. Hier ist ja, glaube ich, normalerweise die Stelle mit den... War das mit diesen Rittern oder irgendwelche Viecher, die hier so ihre Gänge lang gehen, wo man sich nicht sehen lassen darf oder so und dann oben rum muss? Irgendwie war doch da was. Aber ich habe es ehrlich gesagt schon wieder vergessen. So, und wie kann man diesen Dingern eigentlich ausweichen? Das verstehe ich auch noch nicht. Kann man die irgendwie blocken mit dem Schild? Okay, nee, ich dachte kurz. Dann ist das wahrscheinlich eine Art Rückweg, oder? Aber was ich auch nicht verstehe, wenn wir hier die Linse der Wahrheit kriegen, wo kriegen wir denn dann einen Hookshot? Etwa im Zora-Tempel? Fragen über Fragen. Guck mal, und hier kann man zurück. Das heißt, auf dem Rückweg wird vielleicht was passieren, oder hier ist eine... Oh, lol. Never mind. Also, es ist nicht ganz wie Ocarina of Time. What? Ist nicht ganz wie Ocarina of Time, aber schon ähnlich, auf jeden Fall. Also, es ist auf jeden Fall gut inspiriert davon, was ich sehr nice finde, weil, ne? War ja auch ein sehr geiles Game und immer mal wieder schön, so Nostalgie-Flashes zu kriegen dadurch. Kann ich hier wieder hoch, wenn ich... Ah, okay. Ach nee, ist nicht wahr. Hier ist eine große Fee. Ah, nein! Ich muss jetzt wieder an diesen Schweinegott denken. Aus JoJo's Adventure. Aber die sind nicht gebraten. Lang lebe die Schweinequelle. Okay. I guess. Kein Rubinkristall? Ey, ich hatte wenigstens mit einem Rubinkristall gerechnet. Ja, die armen Schweinchen lassen wir am Leben. Ich wollte nur eins haben, um zu gucken, ob das jetzt gebraten rauskommt oder nicht. Aber gut, hätte ich mir vielleicht auch denken können. Die anderen Schweinchen können auf jeden Fall glücklich ihr Schweineleben weiterleben. Aber das packen wir mal hier hin. Falls es doch mal heikel wird. Und dann würde ich sagen, ab zum Waldtempel. Die halten aber auch was aus, meine Güte. So, haben wir hier noch eine Möglichkeit, Saria zu treffen? Oder ist sie auch dead? Die hat doch bestimmt irgendwie überlebt, oder? Wo? Ja, moin.
Let's go. Okay. Ich muss mal ganz kurz hier ein bisschen was umpacken. Nicht wundern. So. So ist besser. Okay. Oh yeah. Auch so ein Banger-Track. So, aber irgendwie leckt mein Game heute. Ich glaube, meine Grafikkarte gibt langsam ihr Geist auf. Ja, ist das ja komisch. Aber gut. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich noch irgendwas im Hintergrund auf habe. Aber who knows. Noch ein Rubinkristall. Ey, wir haben so viele Rubinkristalle, warte. Wo mache ich das denn? Ich muss noch mal die ersten Parts gucken. Ich glaube, irgendwo habe ich herausgefunden, was man damit machen kann. Okay. Was geht jetzt hier ab? Maustaste drücken, um die Wahrheit zu sehen. Die lila Lichter zeigen dir, wo du die Wahrheit siehst. Auge der Wahrheit. Achso, hey, ich dachte irgendwie Maske der Wahrheit. Die was nochmal? Die lila Lichter zeigen dir, wo du die Wahrheit siehst. Achso. Okay. Ach, krass. Aber ich frage mich jetzt, wie das gemacht ist. Werden die Blöcke dann einfach immer wieder rein und raus gespawnt? So nach dem Motto mit festen Koordinaten, so an dem an der Stelle ist der Block mit dieser ID, die dann halt sichtbar wird? Oder gibt es da einen anderen fancy Trick, das zu machen? Fragen über Fragen. Oh lol. Nice, Leute, noch ein Herzteil, dann haben wir es geschafft. Na, guck mal, weil wenn ich jetzt hier drauf gehe, dann sind die ja weg. Oder es gibt einen anderen Trick, den ich jetzt gerade noch nicht checke. Okay, warte mal, hier können wir auch so hoch, ne? Ich weiß zwar nicht warum, aber... Hä? Hä? Okay, vielleicht ändert sich hier noch später was im Mechanismus. I'm very confused. Oh, guck mal, da ist auch eine Truhe. Die holen wir uns mal direkt. Ja, sehr nice auf jeden Fall. Also, ein bisschen wundert es mich, dass wir direkt das Dungeon-Item kriegen, aber auch irgendwie cool, ne? Oh mein Gott, das war knapp. Noch ein Rubinkristall. Okay. Also, ist das nur Deko mit den Türen? Echt? Weil der findet halt auch nichts. Aber ich verstehe halt nicht. Okay. Hä, krass, Junge. Und ich dachte, ich bin halt irgendwie lost. Aber gut, vielleicht ist er auch lost. Ah, okay, gut. Aber er hat auch nichts gefunden. Also gehe ich mal davon aus, dass hier erstmal nichts mehr ist. Vielleicht gehen die Türen auch später auf dann oder so. Ich meine, gut, wir haben auch direkt ein Dungeon-Item bekommen und das Herzteil. Also schon sus auf jeden Fall. Aber vielleicht können wir dann erst später hier weitermachen, wenn sich irgendeine Tür öffnet. Aber warum sind dann überall Lichter gewesen? Dann machen die anderen Lichter keinen Sinn. Das wäre game-technisch dann, glaube ich, besser gewesen, wenn dann nur an einer Stelle das gewesen wäre, dass man da nicht so verwirrt wird von, oder? Oder halt weitersucht, wenn man eh nur weiß, okay, es gibt ein Licht und der Rest ist, erstmal abgeschlossen oder so. Aber okay. Das ist dann halt eben so. Wir wissen jetzt auf jeden Fall überall, wo es lila Lichter gibt. Können wir mal das Auge der Wahrheit einsetzen. Aber er hat auch gerade was davon gesagt, dass er zurück zu einem Dekobaum gehen möchte. Das heißt, ich will auch gerne mal zu einem Dekobaum gehen, weil eventuell können wir dann da weitermachen. Nicht wahr, Mido? So, mal schauen. Oder gab es hier noch irgendwie was? Ich weiß halt natürlich nicht. Wenn ich jetzt hier hingehe... Ah, okay. Gut, man wird zurückteleportiert. Das passt schon. So, was hat es hiermit auf sich? Können wir hier irgendwie...
Anders hoch? Nee, sieht nicht so aus. Okay. What?